Hi Leute, ich wollte gerade mal ein ganz kleines kurzes Video machen, weil es mir immer wieder aufgefallen ist und wenn du jetzt auch gerade das Video schaust und ja, Asthma hattest oder hast, Allergien, Fructoseintoleranz, Obst nicht verträgst, Äpfel und so weiter, dann ist es genau das Richtige für dich. So, und zwar ist mir nämlich immer wieder jetzt in den letzten Jahren in Gesprächen begegnet, ja, mit Leuten, die ich in der Zusammenarbeit betreut habe oder eben auch bei einem Freund jetzt, der hatte das schon, könnt ihr auch mal auf seinen Kanal schauen, Fabio Bellanova, er hat, ja, hatte auch Fructoseintoleranz und ja, das hat sich auch eben gelöst wieder und das relativ schnell, weil wenn du jetzt vielleicht das Video schaust und selber denkst, du verträgst gewisses Obst nicht und hier vielleicht auch in anderen Videos gehört hast, dass es eigentlich auch ganz gut ist, eventuell schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret gelesen hast und dir denkst, du verträgst Obst nicht, dann ist das hier genau richtig eigentlich für dich, weil das ist wieder relativ schnell reversibel, das kann sich relativ schnell wieder zurückbilden und bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, halbes Jahr, Jahr nach einer Ernährungsumstellung, Lebenswandel, frische Luft, wie hier jetzt auch, so frisches Sonnenlicht, frisch, ja, direktes Sonnenlicht und dann kann sich das schon relativ schnell wieder regenerieren, also aus meiner Erfahrung, was mir einfach die Leute erzählt haben in den Gesprächen. Finde es am besten selber heraus, ist ja, es ist definitiv wirklich was dran, wie schnell sich da was tun kann, eben auch bei Geschichten wie mit der Haut, bei Hautproblemen. Man darf da immer nicht so viel sagen, fällt mir ein. Es wird ja immer sehr unterdrückt, wenn man sagt, wie was funktioniert. Naja, auf jeden Fall. Wenn du das kennst, wenn du selber keine Früchte verträgst, dann solltest du vielleicht nicht gleich verzweifeln, sondern schau gerne mal auf den Kanal von Fabio oder schau gerne dir mal hier die anderen Videos an. Und ja, viele, die ich kenne, haben dann einfach wieder ganz normal Äpfel essen können, alles Mögliche essen können an Obst, das sie vorher alles nicht vertragen hatten. Und das ist halt super schade, wenn du das gerade schaust, dann ist es gut, aber es wäre super schade, wenn du das jetzt hier nicht gesehen hättest und dann denkst, hey, ja, vertrage ich nicht, weiß nicht, was ich da machen soll, wie soll ich mich gesund ernähren, vertrag so vieles nicht. Das sind alles Sachen, die sich mit der Zeit dann auch wieder regeln. Dein Körper kann die dann wieder normal verarbeiten, wie es auch normal sein sollte und das ist einfach super schön zu sehen. Und wir können da auch gerne mal persönlich drüber sprechen, wie das bei dir ausschaut. Ist auch unten drunter ein Link. Beziehungsweise kommentier einfach mal drunter. An all diejenigen, wenn du jetzt vielleicht eben das auch schon hattest, wenn du Allergien, Asthma, Fructoseintoleranz oder einfach Obst nicht vertragen hast und das sich auch wieder geklärt hat, dann schreib gerne mal unter das Video, dass hier mal ein bisschen Austausch entsteht für all diejenigen, die selber das Thema haben, was nicht vertragen und dass du wieder auf den Trichter kommen kannst, was da wirklich helfen kann und dass es überhaupt möglich ist, weil das ja häufig dann eben gar nicht gedacht wird, gar nicht angenommen wird und das völlig als normal hingenommen wird, dass man das gar nicht mehr verträgt. Und das wäre doch sehr schade. Und ja, das wollte ich nochmal loswerden, kurz hier für dich. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute. Genieß das Wetter, geh ein bisschen in die Natur raus, geh ein bisschen spazieren und genieß die frische Luft, das direkte Sonnenlicht. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute. Mach's gut. Ciao.